Ja, und ihr habt es richtig erkannt, das Spiel ist im letzten Part abgestürzt. Entschuldigung, der Grund war der, ich wollte, nachdem die letzten Parts immer ein bisschen zusammengeschnitten waren und so, wollte ich mal, dass es ein bisschen wieder kompakt ist, dass die Parts abgeschlossen sind innerhalb der Zeit. Aber ich habe vergessen, den Timer zu stellen und wollte dann im letzten Part kurz mal in den Explorer, also und schauen, wie so die Zeit ist. Und wir waren eigentlich noch gut in der Zeit mit 9,5 Minuten. Ich hatte da ein gutes Bauchgefühl. Nur als ich dann wieder zurückkehren wollte nach Vice City, ist Vice City abgestürzt. Nun ja, ich habe natürlich jetzt alles nochmal machen müssen. Also das eine Päckchen, das wir gerade hier drin gesammelt haben und auch die Läden im Einkaufszentrum haben mir erlaubt, die ganzen Rampages in der Gegend um das Einkaufszentrum Offair noch zu machen. Und ich habe eine Überraschung für euch, nämlich eine PCJ. Und mit der machen wir jetzt noch den letzten Monster-Stunt in dieser Gegend. Ich muss noch Energie. Das war sehr schwierig im Einkaufszentrum mit dem Raketenwerfer die ganzen Banden zu besiegen. Da habe ich wirklich ein paar Mal wieder neu laden müssen. Und auch die Geschäfte überfallen, jeweils immer mit 3 Sternen, war dieses Mal auch deutlich schwieriger. Auf alle Fälle habe ich es geschafft und ja, den Monster-Stunt, den wir jetzt machen, ich empfehle euch. Ja, macht's nicht wie ich jetzt, weil dann müsst ihr extra eine PCJ holen und so. Es gibt einen einfachen Weg und zwar, wenn die Mission, die heiße Light Show, kommt, wird euch hier beim Studio eine PCJ gestellt. Mit der müsst ihr dann ja die Jumps auf den Dächern machen, die wir ja schon gemacht haben. Aber ich empfehle euch auch, dass ihr sie vorher macht, weil wenn man es eben richtig macht mit dem braunen Fleck, eben kurz nach links und nicht voll, kommt man locker auf das Dach. Braucht nicht viel Übung. Und vielleicht schaffe ich es ja jetzt sogar. Ich schaffe es wieder nicht aufs Dach. Schade. Mal sogar runter, aber der Monster Stunt zählt. Eben macht dann kann das euch zeigen kurz. Ihr bekommt, ja, muss mich hier orientieren. Die PCJ steht dann hier. Dieses metallene Tor ist offen und ihr könnt dann einfach rausfahren, diesen Monster Stunt machen und dann auch hier wieder raus. Jetzt ist das Tor noch verschlossen, weil wir nicht das Filmstudio noch nicht gekauft haben. Nur eben, hier kommt man eigentlich sehr einfach raus. Man fährt hier die Treppe. Okay. Also man fährt hier eigentlich die Treppe hoch. Das klappt übrigens auch mit dem Roller. Ja, versuchen wir es gleich nochmal. Man braucht da gar nicht so viel Schwung, aber muss da halt richtig rein. Also, das ist wie lustig der Vorführeffekt, weil bis jetzt ist eigentlich immer gut. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Roller ist es einfacher, weil der Roller ist natürlich nicht so, hat nicht so eine irre Mordsbeschleunigung. Oh, jetzt hat es geklappt. Super. Also, gut. Jetzt gibt es noch 3 Läden zu überfallen und dann haben wir wirklich alle Läden überfallen, dann können wir das abhaken. Ein Laden ist südlich, Washington Beach, und einer ist hier und der andere ist direkt vis-à-vis. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier schnell wegkomme. Ja, genau, parkiere ich mal hier und jetzt überfalle ich einfach mal den Typen. Nicht mit dem Raketenwerfer, sondern mit dem Gerät hier. Ich mache wieder auf 1000, weil ja, bisschen Geld schadet nie. So. Ui. Jetzt noch die richtigen Tasten drücken. So, schnell auf den Motorrad und weg. Und jetzt, na, ich. Okay, na gut, dann gehen wir halt den Rest zu Fuß. Das nehme ich gleich hier. Ich habe mir noch überlegt, ob ich Paint Spray, aber das, ja, glaube
ich ein... Also zu einfach müssen wir uns hier... Ah, wie das Vice City Squad versucht raufzukommen. Hey, die kommen noch in den Laden rein. Schaut euch das an. Unglaublich. Die fahren in den Laden rein. Ja, Tommy, nimm den Kopf weg. Ich kann nicht sehen, wie viel Geld liegt. Tommy. Tommy. Tommy, sieh nach vorne. Die Bullen fahren sich gegenseitig. So, egal. Jetzt wieder ernst. Jetzt müssen wir schauen, dass wir diesen... dieses Motorrad bekommen. So. Und dass uns niemand... Oh, dass uns niemand... Jetzt fahren wir nämlich hier unten durch. Das ist ein guter Trick, weil hier kommt die Bullerei nicht hin. Und jetzt schnell nach oben und gleich hier in Pain Spray. So, geschafft. Eben das weitere Programm für diese Folge wird so aussehen, dass wir jetzt noch den letzten Laden überfallen. Ja, und dann eben mache ich dann off-air das Speichern, mache ich dann off-air die eben die Pizza-Boten-Mission, dann Mauscamp wieder, dann mache ich noch die Krankenwagen-Mission off-air, da werde ich euch dann dazu holen, wenn es so ging wie in der 12. Mission, sage ich mal. Ja, ich, wisst ihr was, ich hole jetzt die Päckchen. Ich wollte diese Päckchen eigentlich später holen, aber ich hole sie mal schon jetzt. Wenn wir schon da in der Nähe sind. So. Ja, ihr denkt jetzt, warum hat er die Päckchen nicht im zweiten, beziehungsweise im dritten Part geholt? Ja, eben, ich wollte es schon ein bisschen flüssig gestalten. Eben diesen Laden hier, den Juwelier, haben wir gleich als wir das Päckchen geholt haben, haben wir den ja schon, wie sagt man, so wie das Päckchen hier drin auch noch, haben wir den schon überfallen, ja, also müssen wir das jetzt nicht mehr tun. Holen wir uns hier noch dieses Päckchen auch noch. Ui, nicht drauf gehen. Hier. Jawohl, ja. Gut, und jetzt ab zum letzten Laden. Ich glaube, es reicht von der Zeit gerade noch, dass wir quasi uns vom Verhandlungsstern befreien können, dann, wenn wir den Laden überfallen haben. Und dann beende ich auch schon wieder die Folge. Ich glaube, ich mache direkt anschließend off-air die Krankenwagen- und die Pizzaboten-Mission. Dass wir dann nachher eben noch die restlichen Monster-Stunts hier machen können. So. Und dann, ja, stelle ich mal jetzt hier hin. Ja, ich glaube, das... Ja, jetzt. Er macht immer so eine Bewegung da, wie wenn er gerade irgendwie vom Pissoir steht. Und dann weiß man, dass er das Geld rausrückt. Ich nehme noch die Poker-Chips auf dem Tisch. So, oh, das ging aber schnell. Gut, noch 2 Minuten. Jawohl, und jetzt mal schauen, wo haben wir hier einen Fahndungsstern in der Nähe? Wir haben einen, ja genau, ich nehme jetzt den. Ich fahre hier auf der Wiese, weil auf der Wiese sind wir relativ safe. Einfach aufpassen, dass wir nicht ins Wasser fallen. Das ist nämlich auch schon mir passiert. So, dann haben wir nämlich mal schon einen Stern weniger. Wenn wir schon in diese Richtung fahren, gibt es hier oben gleich den zweiten. Jawohl. Und dann haben wir es nämlich schon geschafft. Gut. Holen wir jetzt auch gleich noch den dritten, wenn es reicht. Und eben, ich werde hier oben speichern, weil hier befindet sich ja auch gleich dann der Pizza-Kurier in der Nähe. Obwohl, wenn ich jetzt lange noch so hin und her fahre, ist der Stern eh gleich weg. Mal schauen, war das hier? Ja. So, oh, scheiße. Ja, gerade dann, als ich den Stern erreiche, ist natürlich der auch weg. Okay, gut. Also, sind wir bei 9 Minuten. Flux gespeichert. Okay, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.